Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Bash-Skripten. Heute geht es um Variablen. Variablen sind natürlich wie in jeder Programmiersprache auch hier extrem wichtig. Keine Ahnung, wenn ihr irgendwo durchlauft oder sonst irgendwas macht, irgendwelche Schleifen benutzt, irgendwelche Berechnungen durchführen wollt, dann braucht ihr natürlich hier irgendwelche Variablen, damit das auch funktioniert. Variablen sind ein bisschen komisch. Erstmal, ihr habt gemerkt, ich kann hier Echo und dann eingeben und dann kann ich einfach direkt hinten dran alles eingeben, was ich möchte. Woher weiß jetzt mein Programm, wann es zu Ende ist? Naja, ich mache einfach hier eine neue Zeile und habe dann mein neues Echo. Das heißt, es wird Zeile für Zeile interpretiert. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil man ansonsten schnell auf die Schnauze fliegt. Okay, wie definiere ich jetzt Variablen? Variablen sind folgendes. Ich speichere was drin und dann kann ich später auf den gespeicherten Inhalt zugreifen, ihn verändern oder sonst was in der Art machen. Das heißt zum Beispiel Berechnungen durchführen. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich habe eine Variable x ist gleich und dann kommt direkt hinten dran der Wert. In dem Fall will ich einen sogenannten String, also eine Zeichenkette hinten dran machen. Also mache ich zwei Anführungsstriche hier und jetzt sage ich hier drin, was ich da reinspeichern möchte. Zum Beispiel, keine Ahnung, Big Bad Wolf. Okay, so jetzt habe ich hier eine Variable angelegt und habe da eine Zeichenkette reingespeichert. Im Prinzip drin stehen tut nur das hier. Diese Zeichen hier, also die Anführungsstriche, sind nur dazu da, um der Variable x zu sagen, okay, das ist jetzt ein Teil, interpretiert es nur als 1. Und ganz wichtig hier bei Bash ist folgendes, ihr dürft kein Leerzeichen hinter x machen, das wäre ein Riesenproblem, ihr seht es auch, bei mir wird es anders anmarkiert, also andere Farbe. Ihr dürft auch hier kein Leerzeichen machen, denn ansonsten definiert ihr euer x als Leerzeichen. Und das wollt ihr natürlich nicht. Das heißt wirklich direkt bündig schreiben, sonst habt ihr hier ein Problem. Okay, und jetzt kann ich diese Variable irgendwo wieder benutzen. Zum Beispiel benutze ich ein Echo und kann dann mit meiner Variable irgendwas machen, zum Beispiel sie ausgeben und sage hier deswegen x. So, jetzt habe ich aber hier ein Problem, weil wenn ich hier Echo x mache, dann passiert folgendes. Es kommt x raus. Das ist schlecht. Wir wollen natürlich, dass Big Bad Wolf ausgegeben wird. Und deswegen braucht man hier ein Dollar vorne dran. Dollar signalisiert mir, ich weiß, dass es, also mein Programm weiß quasi, dass es sich um das, was hinten dran kommt, dass das eine Variable ist. Und dann schaut, habe ich irgendwo mal ein x als Variable definiert? Wenn ja, wo? Und dann findet hier, aha, x ist gleich und dann eben das, was hinten dran steht. So, jetzt nochmal kurz als Gegenbeispiel. Achso, halt, wir hatten es noch gar nicht so ausgeführt. Wir machen es jetzt erstmal richtig. Big Bad Wolf wird ausgegeben. Und wenn ich jetzt hier ein Leerzeichen reinmache, dann sehen wir, dass hier Befehl nicht gefunden. Weil Big Bad Wolf wird jetzt hier als Befehl interpretiert und das ist natürlich absolut grottenfalsch. Das heißt, ihr müsst hier unbedingt schauen, dass ihr das zusammengeschrieben habt. So, Variablen sind natürlich nicht nur Zeichenketten und Strings. Das ist natürlich sinnvoll, insofern da Pfade Strings sind, Dateinamen sind normalerweise Strings und so weiter und so fort. Was wir aber hier trotzdem noch reinmachen können, wären zum Beispiel Zahlen. Also x gleich 42 und y gleich 1337, wie jedes Mal bei mir, falls ihr schon mehrere Serien bei mir geguckt habt. So, wenn ich jetzt hier ausgebe, $x plus $y, dann kommt folgendes. Wir haben dann einfach nur die Zahlen ausgegeben und zwischendrin ein Plus geschrieben, denn ja, wir müssen es ja irgendwie darstellen. Und jetzt wird es knifflig, jetzt müssen wir uns nämlich überlegen, wie können wir jetzt Zahlen addieren? Naja, wir könnten uns einfach versuchen, eine neue Variable zu schreiben, aber es wird auch nicht funktionieren. Könnt ihr gerne mal ausprobieren, wenn ich hier jetzt einfach $x plus $y schreibe, dann kommt da auch ein Fehler. Einfach mal ausprobieren. Tatsächlich ist Bash hier sehr, sehr limitiert und sagt euch, okay, das ist so nicht in Ordnung. Wir müssen ihm jetzt sagen, dass das hier tatsächlich eine Anweisung ist, eine mathematische Anweisung. Und das geht, indem wir sagen Dollar, Klammer auf und dann hinten dran die Klammer wieder zu. So, jetzt haben wir etwas, das eigentlich funktionieren sollte. Tatsächlich braucht man aber hier nochmal Klammern drumherum, weiß ich auch nicht genau wieso. Wird schon seine Gründe haben. Und wenn wir das jetzt ausführen, dann steht hier logischerweise immer noch nur das, weil wir hier z nicht ausgegeben haben, was ja das Ergebnis der Addition wäre. So, und jetzt haben wir diese Addition durchgeführt. Das heißt, wir haben hier ein bisschen was Umständliches gemacht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Ganze zu schreiben. Ihr könnt selbst hier drin, könnt ihr ohne die Dollars, glaube ich, sogar schreiben. Aber das geht nicht in allen Systemen. In meinem Fall geht es auf jeden Fall. Aber am besten schreibt ihr einfach immer die Dollarzeichen mit. Dann seid ihr auf der sicheren Seite.
In ganz, ganz alten Fällen braucht man, naja, egal, so alt wird kein PC von euch sein, ansonsten würde ich euch sowieso mal empfehlen, aus Sicherheitsgründen euer System zu upgraden. Ihr könnt das hier benutzen. Gut, jetzt haben wir natürlich ein Problem, wenn wir hier sagen wollen, zum Beispiel 42,5. Dann kriegen wir hier ein Problem, und zwar ungültiger arithmetischer Operator, weil 0,5 wird nicht erkannt. Das heißt, Kommarechnung kann Bash tatsächlich einfach gar nicht. Das ist so ein kleines Problem. Was ihr hier machen müsst, ist folgendes. Hier solltet ihr auf irgendwelche externen Tools, wie zum Beispiel Python, umsteigen. Das heißt, ihr müsst, also nicht direkt auf Python umsteigen, aber ihr müsst quasi in eurem Bash-Skript ein Python-Skript benutzen. Und das geht folgendermaßen: einfach hier wieder dieses Dollar-Klammer, Klammer hinschreiben. Und dann Python minus C. Wer genauer Python lernen will, dazu habe ich einen Haufen Videos gemacht mittlerweile. Und hier dann Anführungsstriche, das ist das Programm, was ausgeführt wird. Und jetzt soll hier einfach nur rein print, Klammer auf, Klammer zu. Und hier rein dann die Variablen $x. Ihr seht, hier wird es anders markiert. Das heißt, das ist tatsächlich die Variable, die hier oben benutzt wird. Nicht internes Python, sondern einfach nur die Variable von oben. Plus $y. So, und jetzt haben wir hier sozusagen ein Python-Script in meinem Bash benutzt. Das ist ein bisschen umständlich, um einfach nur eine... Das war jetzt ein bisschen bescheuert, aber im Prinzip haben wir schon gesehen, dass es funktioniert. Hier, um eine Fließkomma-Addition durchzuführen, musste ich jetzt tatsächlich hier ein Python-Skript benutzen. Aber so ist natürlich auch wichtig zu wissen, wie man Python-Skripts benutzen kann, direkt als Code hier quasi reingegeben. Das ist das Coole dran, könnt ihr einfach so machen. Und ja, das war's von meiner Seite auch schon wieder zu Variablen. War jetzt ein bisschen umfangreicher, als ich es eigentlich vorhatte, aber es ist trotzdem sehr, sehr wichtig, das zu wissen. Wie gesagt, ich werde euch nicht die ganzen Befehle von der Kommandozeile oder vom Terminal nochmal zeigen. Dazu würde ich euch einfach bitten, kurz bei mir in der Playlist von Linux nachzugucken. Da habe ich was zu Pipes gemacht, da habe ich was zu Ordnerstrukturen gemacht. All das könnt ihr hier einfach so benutzen, indem ihr es hier einfach eingebt. Okay, das war's von meiner Seite, wie gesagt, und ja, wir hören uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao!